Hallo und herzlich willkommen hier zum achten und damit letzten Video aus der Serie China Import und Zertifikate. In diesem Video zeige ich dir jetzt die letzten bzw. alle vier Schritte, die du nun in der Praxis durchführen musst, um an die Vollständigkeit deiner Dokumente zu kommen, und zeige dir dabei auch ganz konkret, was du dazu machen musst. Erstens, wie in den Videos davor schon beschrieben, die Anforderungsliste erstellen. Und da kann ich dir ein richtig geiles Tool empfehlen. Und zwar gibt es von Product IP ein System, das ist eine große Datenbank, bei der du dir eine Anforderungsliste vollautomatisch erstellen lassen kannst. Das nimmt dir sehr viel Arbeit ab, und diese Anforderungsliste, die wird ständig aktualisiert und geprüft. Und das ist eine der besten und sichersten Methoden, an eine vollständige Anforderungsliste, die garantiert alles abdeckt, zu kommen und die eben auch schon mit einer perfekt vorbereiteten Abwägung, welche Normen jetzt für das Produkt spezifisch alle anfallen, hier einfach eine der besten Möglichkeiten für das Ganze darstellt. Also kannst du dir über Product IP in dieser Datenbank nach deinem Produkt oder nach einem sehr ähnlichen Produkt suchen und dir dann für ein paar Euro, ich glaube, das kostet je nachdem, was für Zusatzoptionen dazu gebucht werden, zwischen 30 und 50 Euro, kannst du dir da eine Anforderungsliste erstellen, vollautomatisch, auf der dann genau die Richtlinien aufgeführt werden, die geprüft werden sollten. Mit diesen Richtlinien, mit dieser Anforderungsliste, gehst du dann zu einem Prüflabor. Ich empfehle da immer Asia Inspection in China direkt vor Ort, weil die Kommunikation hier hervorragend ist, weil sie ein tolles Dashboard haben, wo du das Ganze online machen kannst. Das heißt, du kannst den Auftrag online absenden und so weiter. Und ich kenne einfach wirklich kein vergleichbares Prüflabor, wo das Ganze so schnell und so angenehm abläuft. Dazu sind sie natürlich voll akkreditiert. Man muss allerdings dazu sagen, es ist nicht die Aufgabe der Prüflabore, diese Evaluierung, diese Anforderungsliste zu erstellen. Das wird als Inklusivleistung auch angeboten, auch von Asia Inspection. Und daher kannst du das ruhig auch machen, dass du das am Ende vergleichen kannst. Aber die beste Variante ist natürlich immer, wenn du das dem Profi hier überlässt, und Product IP ist einfach darauf spezialisiert, mit dieser Anforderungsliste alles abzudecken, was hier erforderlich ist. Ja? Wie du das Ganze machst, ich würde dir empfehlen, dass du dir erstmal Samples selber bestellst oder von jemandem, der ein entsprechendes Gefühl und Qualitätsbewusstsein hat, beurteilen lässt. Und wenn du an den Samples feststellst, dass nach deinem Menschenverstand dieses Produkt vielleicht Probleme hat in der Prüfung, dann würde ich das Ganze gleich sein lassen. Ja? Und ich habe schon selber erlebt, dass ein Produkt eben streng nach Kleber, Lösungsmittel, Weichmacher und so weiter riecht. Und wenn diese Produkte so einen Geruch haben, dann kommt auf den Einsatzzweck von dem Produkt natürlich darauf an, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass ein LFGB oder ein REACH-Test nicht bestanden wird. Und dann würde ich nochmal mit dem Hersteller in Kontakt treten und versuchen, hier was am Produkt zu ändern, oder eben sagen, es wird mit diesem Hersteller nicht weitergehen, weil dann führt das Ganze leider zu nichts. Wenn das Ganze allerdings in Ordnung ist und das Produkt gut erscheint, dann kannst du hier die Tests anfertigen lassen vom Prüflabor. Dann kannst du also ein paar dieser Produkte ins Prüflabor schicken. Es werden in der Regel mehrere benötigt, weil die dabei auch teilweise zerstört werden bei diesen Tests. Und wenn das Ganze dann bestanden wurde, wie viel das kostet, richtet sich übrigens total danach, wie ausführlich eben diese Anforderungsliste hier ausfällt und was für ein Produkt das ist. Und so variieren hier die Preise von angefangen bei $200 zum Beispiel bei einem Edelstahllöffel zum Beispiel oder bei einem Gegenstand aus Edelstahl, der mit Lebensmitteln in Kontakt kommt und aus nur einem Material besteht, bis zu mehreren tausend US-Dollar, wenn das Produkt sehr viele verschiedene Materialien und Funktionen hat, vielleicht elektrisch ist. Aber so im Zwischenbereich würde ich sagen, kann sowas zwischen 200 bis 1000 US-Dollar kosten, ist aber nur eine ganz grobe Hausnummer. Wenn das Labor dann Bescheid gibt, dass der Prüfbericht positiv ausgefallen ist,
Dann geht es weiter mit der Produktkennzeichnung. Da musst du dir also genau überlegen, was alles auf die Verpackung drauf kommt. Einmal mit Sicherheit nach Produktsicherheitsgesetz deine vollständige deutsche Anschrift. Ein Tipp hier noch wäre es, dass du die Produktverpackungen in Deutschland herstellen lässt. Denn diese Produktverpackungen, die müssen sonst auch geprüft werden. Das kostet natürlich viel und haben hier auch wieder ein Risiko. Und wenn irgendwie möglich, würde ich einfach empfehlen, dadurch die Produktverpackung in Deutschland herstellen zu lassen. Denn dann muss sich praktisch der Hersteller in Deutschland darum kümmern, dass hier das alles eingehalten wird. Und dann ist es eben nicht Teil dieser Importware. Nur das als kleinen Tipp noch dazu. Wenn diese Produktkennzeichnung dann durchgeführt wurde, das heißt auf dem Produkt die Herstelleranschrift und eben, wenn zutreffend noch die Kennzeichnung angebracht wurde, dann nur noch als letzten Schritt, wie schon in den letzten Videos erklärt, die Konformitätserklärung ausstellen. Also alle Punkte hier aus der Anforderungsliste auflisten und dann die Erklärung ausfüllen mit den ganzen Anforderungen, dass das Produkt konform mit den EU-Richtlinien ist, und die Gesamtheit dieses Ablaufes und dieser Dokumente ist dann letztendlich alles, was du dafür brauchst, um hier sicher zu sein und deine Sorgfaltspflicht einzuhalten. So, ich hoffe, dass ich das meiste abdecken konnte in dieser Videoserie aus 8 Videos. Wenn du Fragen dazu hast, dann melde dich doch gerne direkt bei mir. Ich kann dir da gerne weiterhelfen und ich bin mir sicher, es werden zusätzlich noch weitere Fragen, die ins Detail gehen, aufkommen, und dazu werde ich gerne noch andere Videos und Blogbeiträge machen. Ich würde mich natürlich immer über Inspiration freuen, also wenn du ein Thema hast, wenn dir etwas einfällt, was dich gerade beschäftigt und wo du nichts dazu findest, dann würde ich mich freuen, wenn du mich auch einfach direkt kontaktierst per Mail oder schreib mir in die Kommentare oder sonst wie. Da freue ich mich einfach mal sehr drüber, wenn ich hier Inspiration bekomme, was für Inhalte noch alles abgeliefert werden müssen. Ja, aber das war es erstmal mit der Videoserie. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir das weitergeholfen hat. Vielen Dank und bis bald. Ciao.